fragen Sie mich bitte nicht nach den Fröschen, die sich morgens immer in meinen Haaren einnisten. Sie haben das nicht gerne. Aber des Nachts sind sie ganz friedlich. Und sie putzen sich auch immer die Zähne nach dem Frühstück. Ja, schön. Gebären Schokolade. Der Papst ist ein Teddybär. Bärtige Walrösser verkündigen das Programm. Die Gebärdensprache ist Stumpfischen fremd. Das Gummibärchen-Orakel. Wir sind alle ja so entbehrlich. Der Bär verspürt an manchen Tagen ein rätselhaftes Unbehagen. Ist es der Kopf? Das Herz? Der Magen? Kann er das Bier nicht mehr vertragen? Zu diesen schweren Schicksalsfragen weiß auch der Bär nicht viel zu sagen. Später hat der Bär erfahren, was die Ärzte der Gefahren, die der Seele drohten, waren. Und er war sich dann im Klaren? Wie gesagt, nach vielen Jahren. Oh, mein Bärentrinker. Ja. So, jetzt erzählt uns die Tante eine schöne Geschichte, ja? Eine schöne Bärenge... Komm her, du kleiner Bär. Ja.